Junge! Kommt schon, ihr zwei. Das Schweigen ist ja unerträglich. Schon gut, wir sind bloß konzentriert. Jetzt sind wir gleich da. Endlich. Junge, die Rune. Ritz da lang. Jötunheim. Geschafft. Richtig, nicht wahr? Ich erinnere mich. Bruder, Vorsicht! Vermisst? Lauf, Junge! Über die Brücke! Lass sie gehen! Nimm mich dafür! Ich tue, was immer du brauchst! Die ganze Zeit dachte ich, ich bräuchte dich! Aber du bist nutzlos. Offenbar ist der Junge der Schlaue. Hurensohn. Verschwinde, Junge. Yeah.
unbedingt, Kleiner. Lauf weg. Lass Papa die ganze Drecksarbeit tun. Lass los! Ruhig, Junge. Du bist noch nicht so weit. Ich bin bereit. Und ich dachte, meine Familie wäre total verkorkst. Dein Vater hat recht, Junge. Du bist längst nicht so weit. Wärst du jetzt so nett und hältst das für mich? Danke. Atreus! Nicht, wann es genug ist. Bleib weg von meinem Sohn! Wenn sich die Brücke öffnet, wird dich Asgard mit all seiner Kraft überrollen. Es ist vorbei. Wirklich? So sei es. Nein! Hör mir zu! Lass mich helfen! Lass sofort los, oder ich töte ihn. Du weißt dich meines Ernst. Was hast du getan? Junge! Ich bin hier.
Beweg dich nicht! Du hörst mir jetzt zu und sagst kein Wort. Ich bin dein Vater und du, Junge, bist nicht du selbst. Du bist hitzköpfig. Du bist frech, ungehorsam und außer Kontrolle. Das dulde ich nicht. Du ehrst deine Mutter und wirst diesen Pfad umgehend verlassen. Es ist nicht zu spät. Dieses Gespräch ist nicht vorbei. Wir sind nur deinetwegen hier, Junge. Vergiss das niemals. Das ist kalt. Das ist Hel? Nicht nur Hel. Der schlimmste Teil von Hel überhaupt. Ich sehe ein Boot. Bring uns hin. Es bringt uns nur halb bis zu Tirs Tempel. Aber zumindest bringt es uns weit weg von hier. Seit 1000 Lebzeiten hält der Brückenwächter schon die Lebenden von hier fern. Aber jetzt, wo du ihm das Herz rausgerissen hast, sind wir hier. Schon cool. Aber wir sind Götter. Wir tun, was immer wir wollen. Wende dich ab, Junge. Das sagte ich zu deiner Mutter, bevor ich sie besorgt habe. Ja. Kann nicht sein. Das war ich nicht. Denke jetzt nicht daran. Nicht hier. Ja. Wir müssen weiter. Ja. Kopf, was war das? Nicht nur die Alten und Kranken kommen nach Helheim, auch Verbrecher. Hel darf keinen Unterschied machen zwischen uns und jenen, denen diese Visionen Qual sein sollen. Wie beenden wir es? Indem wir Hel verlassen. So schnell wie möglich. Ich lasse mich nicht davon quälen. Wie du gesagt hast, Mimir, es war nur ein Trugbild. Das war nicht ich. Nein. Aber es zeigt, wer du neuerdings geworden bist. Hör zu, ich weiß, ich habe uns das eingebracht. Aber ich bringe uns auch wieder raus, wer immer ich bin. Ich bringe uns hier raus. Du tust, was man dir sagt. Vielleicht ist das nicht, wer ich bin. Das sollte es aber sein. Jetzt bring dich nicht weiter ab. Ich will ja nicht hetzen, aber schneller? Ich muss nachdenken. Yeah.
Warte, ich glaube, ich sehe Baldur davon. Er darf uns nicht sehen. Hör zu! Ich hatte jedes Recht. Ich bin deine Mutter. Du hattest kein Recht, Hexe. Ich schmecke nichts. Ich rieche nichts. Ich fühle nicht mal die Temperatur in diesem Raum. Essen, Trinken, Frauen, alles ist vor. Aber du wirst niemals wieder Schmerz verspüren müssen. Der Tod hat jetzt keinerlei Macht über dich. Würdest du lieber sterben? Als nie wieder zu fühlen? Ja. Ja. Ja, ich würde lieber sterben. Ja. Befreie mich davon. Ich kann nicht. Bitte. 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 Befreie mich. So funktioniert das nicht. Bitte. Sohn, glaub mir. Irgendwann dankst du mir. Du wirst mir... Komm! Ich verspreche es. Glaub mir, ich weiß wie. Tu es! Tu es! Komm schon! Tja! Ist seine Mutter. Warum hast du uns das vorenthalten, Kopf? Würdest du glauben, dass es mir entfallen war? Sicher nicht. Was du mir angetan hast! Dann weiß ich's auch nicht. Ich habe gewiss keinen Grund, so etwas zu verheimlichen. Da ist das Boot. Wir kommen darauf zurück. Bald. Wer war das? Beeilen wir uns. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das sie tüchtig ist. Wird schon gehen. Was jetzt? Lass mir ein wenig Raum. Schon genug getan.
Nur vergesst nicht, dieses Boot bringt uns nur ein Stück weit. Tyrs Tempel steht oben an einem gewaltigen Wasserfall, der leider von hier aus flussaufwärts liegt. Das heißt, selbst wenn wir heil dorthin kommen, müssen wir immer noch irgendwie einen Wasserfall hinauffahren. Wann erbauten das tollste Schiff aller Zeiten und das kann fliegen. Skidbladnir? Ja, das wurde ja auch zum Fliegen gebaut. Das hier nicht. Wie dem auch sei, das ist das Boot, das wir haben. Auf dem vielleicht größten Eisberg, den ich je gesehen habe. Immerhin ist das Feuer schön warm. Was jetzt? Du hast die Segel losgeschnitten. Und was jetzt? Du holst die Segel ein? Wie soll sich dann der Wind darin fangen? Wir schweben! Die Hitze von den Feuern! Wir schweben tatsächlich! Und wir sitzen wieder fest. Nicht lange. Bleib auf dem Boot. Unglaublich! Wie eine riesige Himmelslaterne. Ich sagte, bleib auf dem Boot. Bleibe auf dem Boot.
müssen reden. Dir ist doch klar, dass es vorbei ist, oder? Selbst wenn wir es zurück nach Midgard schaffen, du und Baldur habt das einzige Tor nach Jittenhelm zerstört. Wir können nichts mehr tun. Und dieser Junge da oben, sein Schmerz zerreißt ihn. Seine Welt wurde auf den Kopf gestellt. Atreus ist nicht deine Sorge. Tja, er ist vielleicht bald jedermanns Sorge, wenn du nichts unternimmst. Man muss nicht der klügste Mann der Welt sein, um das zu sehen. Atreus. Darf ich helfen? Gemeinsam. Geschafft! Ist frei! Wir werden hier wieder rauskommen. Stell dich mir, Vater! Lass es uns beenden! Ja, mein Sohn. Es ist Zeit. Nein. Wieder diese Stimme. Weißt du, wer das ist? Ich weiß es nicht. Eisberg! Gottbord! Festhalten! Ich befreie uns!
Kopf. Wie lange noch bis zum Tempel? Ja, es ist eiskalt. Bei der Geschwindigkeit und wenn die Feuer nicht ausgehen, müssten wir bald da sein. Das Feuer brennen. Wie wäre es mit Magie? Oder die Klinge?
Es ist Zeit, mein Sohn. Sieh dich um, sieh, was du getan hast. Ihr seid ja beide irre. Wir verlassen diese Welt. Jetzt. Sofern wir den Rückweg nicht vermasselt haben.